Mein Name ist Ulrike Zobal und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 35 der Reihe über Göttinnen, Götter, Helden, Dämonen und große Magier und möchte Ihnen heute das Buch eines indischen Autors vorstellen, Indra Das, The Devourers, 2015 herausgekommen, soviel ich weiß, noch nicht ins Deutsche übersetzt. Bevor ich Ihnen dieses Buch vorstelle, gebe ich eine kleine Einführung. Ich habe mich im letzten Sommer entschlossen, für die Saison 2022-2023 das Thema polytheistische Religionen in der Literatur zu wählen, Göttinnen, Götter, Dämonen, Geister, große Magier. Und wie immer wollte ich dieses Thema auch ein wenig international betrachten. Ein wenig kenne ich mich in der europäischen klassischen Literatur aus. Ich wusste von Autoren, die antike Mythen, europäische Mythen behandelt haben. Was die Welt anging, außerhalb Europas, kannte ich mich nicht aus. Und dann musste ich mich eben auf die Suche machen nach Büchern, die dieses Thema auch heute zum Beispiel behandeln, und bin dabei auf Erstaunliches gestoßen. Unter anderem, als ich mir den Kontinent Indien angeschaut habe, bin ich eben auf Autorinnen gestoßen, indische Autorinnen, die Bestseller geschrieben haben. Sie habe ich Ihnen das letzte Mal, zwei von Ihnen vorgestellt, die nun in der Bewegung Me Too, Mythology and Epics Told Over and Over, Heldinnen aus den indischen Mythen als Vorbild für die moderne indische Frau vorstellen und beschreiben. Und dann habe ich einfach weitergesucht, was ich noch so an interessanten Romanen finde, und bin auf Indra Das gestoßen. Habe ihn mir dann bestellt und bin auf ein Buch gestoßen, das für mich eine sehr schwere Literatur war. Ich bin der Meinung, auch wenn man wie ich über 70 ist, aber wenn man zum Beispiel Kinder hat oder junge Leute aus der Generation meines Sohnes und dessen Freunden und dessen Freundinnen, die in Großstädten wohnen, die sich mit Musik und Literatur beschäftigen, die nicht meine Musik sind und nicht meine Literatur, so will ich trotzdem wissen, was sie umtreibt. Und ich bemühe mich immer, auch zu lesen, was sie mir empfehlen, und auch ihre Begeisterung dafür zu verstehen. Und da werde ich manchmal mit Büchern und auch Musik vertraut gemacht oder komme in Bekanntschaft mit ihnen, die nicht mein Stil sind, die ich mit Schiller, Goethe, Kleist, Hölderlin, Rilke und so weiter und so fort groß geworden bin. Aber wenn man sie dann liest, diese Romane, und sich einfach bemüht zu verstehen, was die jungen Leute so umtreibt, dann kann ich in der Regel auch etwas durchaus Positives erfahren, wenn ich diese Literatur lese. Nun, mit einer der härtesten Lektüren, die ich mir in der letzten Zeit angelesen habe, das ist sicher Indra Das, The Devourers, die Verschlinger. Und zwar aufgrund der sehr harten Sexszenen, die in diesem Buch vorkommen, der Gewaltszenen, die beschrieben werden und die sicher nicht nach meinem Geschmack sind und sicher auch nicht nach dem Geschmack des älteren Publikums, was bei der Zeichensetzung doch immer wieder sich zuschaltet. Aber es ist nicht uninteressant, und deswegen möchte ich Ihnen doch dieses Buch vorstellen und diesen Autor vorstellen und wenigstens
dass Sie so einen Eindruck bekommen von einer Literatur, die auch viele junge Leute heutzutage umtreibt. Und zwar einer jungen Generation, die eben sich mit der Gender-Problematik auseinandersetzen muss. Mit Geschlechtsumwandlungen. Mit dem Thema, bin ich Männer lieben Männer, Männer lieben Frauen, Frauen lieben Frauen. Manche lieben gar kein Geschlecht, asexuell, Geschlechterumwandlungen schon in der Pubertät. Und einige von Ihnen werden dann doch dieses Buch kennen, Indra Das, The Devourers. Indra Das, ein indischer Science-Fiction-Autor und Cross-Gender-Autor, der aus Kolkata, also aus Westbengalen an der Grenze zu Bangladesch, der schon früh hochgelobt worden ist für seine Werke. Sein Debüt war eben The Devourers aus dem Jahr 2015, wurde sofort preisgekrönt und bekam den Lambda Literary Award in LGBT Science Fiction Horror, ein Preis, der seit 1989 vergeben wird, aus der LGBTQ-Organisation. Das ist ein Autor, der Schreiben gelernt hat, der Creative Writing an der University of British Columbia in Vancouver, Westkanada, gelernt hat, der ausgebildet wurde an der Octavia E. Butler Schule für Science Fiction, der Workshops besucht hat bei Kelly Link, George Martin, Chuck Palahniuk, von dem Autor von Fight Club, und der dann auch Berater war für die Edition Spekulative Literatur in einem indischen Verlag. Er lebt abwechselnd in Indien und dann auch in Nordamerika. Sein Roman The Devourers, die Verschlinger, spielt in Kolkata in Nordindien an der Grenze zu Bangladesch, und zwar zum einen im 17. Jahrhundert und zum anderen im 21. Jahrhundert. Es spielt zur Zeit des Mughal-Souveräns, des Herrschers, der das Taj Mahal hat bauen lassen, 1648, des Großmogul Shah Jahan. Und eben ein Nachkomme der Turk-Mongolen, der Timuriden, deren Gründer des indischen Großreiches Babur gewesen ist. Das ist zum einen der Schauplatz. Und ein zweiter Schauplatz ist dann eben das moderne Indien in dieser Gegend. Und es schwankt immer zwischen eben dem 17. und der Jahrhundert und der Moderne hin und her. Das große Thema dieses Romans ist eigentlich die Liebe. Und so endet dieser Roman auch mit den Worten I love you, ich liebe euch. Ort ist die Nähe zum Taj Mahal. Dieser Schah, der eben für seine große Liebe Mumtaz das Mahal-Mausoleum am Südufer des Flusses Yamuna hat bauen lassen, in dem indischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Und dort spielt sehr viel dieses Romans. Es ist eine Mischung aus Geschichte, geschichtlichen Fakten, aus Horror, aus Fantasy und verbindet mythische Gestalten, die mythische Gestalt des Werwolfs mit der modernen Gender-Problematik des Gestalt-
Wandels, eben von Transfrauen, Transmänner, sexuelle Liebe zwischen allen möglichen Formen der Geschlechtlichkeit. Und es behandelt die Liebe, eine Liebe, die auch in Gewalt eben umschlagen kann. Das Thema, wie weit ist der Mensch auch eine Bestie? Wie weit ist er in seinen schlimmsten Formen auch ein Tier? Also, der Inhalt, ein College-Professor, ein Historiker, Alok Mukherjee, begegnet in Kalkutta einem Fremden, der sich sehr schnell als Werwolf outet. Er fresse Menschen und Seelen, ein Halb, ja, ein Mischling, ein Halbwerwolf. Und dieser Fremde bittet nun diesen Historiker, seine Geschichte zu erzählen, die Geschichte seines Vaters, seiner Mutter und seine eigene Geschichte, und übergibt diesem Historiker Abschriften, die auf menschlicher Haut geschrieben worden sind. Und das soll nun dieser Historiker transkribieren. Und nun wird der Lesende durch eine Zeitreise geführt, die im alten Indien spielt und auch im modernen Indien. Und diese Zeitreise hat euphorische Rezensionen hervorgerufen bei den Literaturrezensenten. Man hat gesagt, dieses Buch ist A Trip into Our Own Capacity for Violence. Das Buch ist also eine Reise in unsere eigene Fähigkeit zu Gewalt. It's brutal, intoxicating and gorgeously visceral. Also es ist wirklich brutal vergiftend und geht wirklich in die Eingeweide. It is violent and vicious and deeply unsettling for a number of reasons. Also es ist gewalttätig und gemein und wirklich beunruhigend aus einer Reihe von Gründen. Aber es zeigt auch, ich übersetze gleich ins Deutsche, also des Autors unglaubliche Fähigkeit, mit Sprache umzugehen, mit Rhythmus umzugehen und so eine Fähigkeit, Folklore-Erzählungen, alte Legenden mit einer modernen Thematik, der modernen Thematik des Alleinseins zu verbinden. Es geht also um Shapelifter, um Menschen, die ihre Gestalt wandeln, die vom Mann zum Werwolf werden, von Männern zu Frauen. Es geht um Sex zwischen Männern und Männern, Männern und Frauen, Männer, die wie Tiere, wie Bestien sind, männliche Bestien und männliche Bestien, Mann, Mann. Es geht um alle möglichen geschlechtlichen Verhaltensweisen. Es geht um erotisches, sexuelles Begehren, um Love and Lust, um Liebe und Lust. Es geht um Kreativität. Es geht darum, dass die Frau kreativ sein kann, indem sie gebiert, und der Mann, indem er schreibt. Das ist ein sehr kenntnisreicher Autor der Mythologie, der Geschichte, auch der Religionswissenschaften, und wählt nun Charaktere aus in diesem Buch, die nun auch sehr tiefgründig beschrieben werden und die Dimensionen haben, die wirklich in die Tiefe gehen. Da ist zum einen der wichtigste Wolf, der Vaterwolf, das ist Fenrir. Fenrir ist nun ein Wolf, den wir aus der germanischen Mythologie her kennen, der beim Ragnarök, beim Weltenende Odin töten wird, dann seine Geliebte, die Frau, die er vergewaltigt, Syra,
Eine Frau, die versucht, allein durch die Welt des 17. Jahrhunderts zu kommen, die Anmut, Liebe und Freundlichkeit in Person ist, Syrah, so wie die Grazien, Charis, das verkörpert sie. Dann gibt es eben den Alok, diesen Historiker. Alok heißt auf Indisch Siegesgeschrei. Und ganz wichtig, den Sohn von Fenrir und Syrah, Ezrael, den Engel des Todes, der in der Sure 32,11 auch im Koran auftritt. Und den der persische Autor Al-Kazimi, gestorben ist er 1283, folgendermaßen beschrieben hat: Ein Engel, der die Bewegungen zur Ruhe bringt und die Geister von den Körpern trennt. Israel ist ein Halbblut, halb Werwolf, halb Mensch. Sein Vater ist Fenrir und seine Mutter Syrah. Die Werwölfe sind eben Menschen, die sich in Hunde verwandeln können. Und in diesem Roman tauchen mehrere Werwölfe auf. Eben zum einen der Fenrir, eine der wichtigsten Gestalten. Und die zweitwichtigste Werwolfgestalt ist Gévaudan. Ein französischer Werwolf, und das ist das Verrückte an diesem Roman. Er spielt nicht nur im nordindischen Raum, sondern der Ursprung liegt auch in Frankreich, denn aus dieser Gegend wandern die Werwölfe nach Indien ein. Und einer von drei Werwölfen, Fenrir, Macedon, ist Gévaudan. Ein sozusagen südfranzösischer Werwolf aus der Gegend, eigentlich Languedoc. Und dieser Gévaudan ist ein Raubtier gewesen, wohl der Ursprung dieses Werwolfs, der in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts eine Bestie gewesen ist, die in der Gegend um die 100 Menschen getötet haben soll. Damals hat es sehr viele Wölfe in der Gegend Südfrankreich gegeben, im Languedoc. Vielleicht war es ein Wolf, vielleicht war es auch ein Wolfmischling. Und dieser Gévaudan ist nun eine wichtige Gestalt, die uns in dem Roman begegnen wird. Die Bestie von Gévaudan ist dann auch verfilmt worden, 2001, 2011 in einer Mystery-Serie. Und so ist sie wohl auch Indra Das begegnet. Und und nun schildert der Roman, der in drei Büchern dann voranschreiten wird, die Begegnung dieses Historikers Alok mit Israel, dem Sohn der Syrah und des Fenrir. Die begegnen sich. Israel bittet Alok, seine Geschichte aufzuschreiben und übergibt dem Historiker drei Handschriften, die auf menschlicher Haut geschrieben wurden und die dieser Historiker nun eben umschreiben soll, ja, in eine lesbare Schrift überschreiben soll. Und in der ersten Handschrift wird die Geschichte von Fenrir erzählt. Fenrir wandert mit Gévaudan und Macedon sozusagen nach Indien ein und begehrt in einer Karawanserei in Pakistan Syrah. Er vergewaltigt sie. Aus dieser Vergewaltigung entsteht dann ein Sohn, Israel, der nun eben Alok bittet, die Geschichte aufzuschreiben. Mit der Vergewaltigung einer Frau und ihrer Nichttötung vergeht sich Fenrir gegen die Gebote seines Werwolfstammes, die darin besteht, dass man Menschen umbringen muss, auffressen muss und ihre menschlichen Seelen
verschlingen muss. Und diesem Fenrir nun gelüstet es eben nicht nach Sex, nicht nach Fleisch, sondern es gelüstet ihm eigentlich nach Liebe. Er hat eine Sehnsucht danach, kreativ zu sein, denn sein ganzes Wesen ist ja unkreativ, ist zerstörerisch. Und so begehrt er nun Syra und sie wird schwanger von ihm, wogegen sie sich da zunächst natürlich wehrt, auch gegen die Vergewaltigung und dann aber auch in gewisser Hinsicht ein Verständnis für dieses Wesen bekommt. Die zweite Handschrift erzählt dann die Geschichte von Syra, der Gévaudan begegnet. Gévaudan ist auf der Suche nach Fenrir, der ja ausgestoßen wurde von seinem Stamm. Und Gévaudan liebt Fenrir. Er sucht ihn und hofft eben über Syra Fenrir zu finden. Fenrir hat schon in einem Zweikampf den Makedon getötet. Und Gévaudan ist nun gemeinsam mit Syra auf der Suche nach ihm, auch weil sie hoffen, Syra von ihrem Kind zu befreien. Es kommt zur Begegnung Fenrir-Gévaudan. Fenrir lässt Gévaudan leben, wenn Syra verspricht, das Kind, das sie von ihm austrägt, nicht abzutreiben. Daraufhin geraten Gévaudan und Syra in einen indischen Dschungel, von dem noch die Rede sein wird, und sie gibt ihr Neugeborenes ab an Dämonen, die dieses Kind großziehen soll. Die dritte Handschrift handelt dann von diesem Halbblut Israel, der nun in einem Endkampf Fenrir tötet und ihn verspeist und damit alle Seelen verspeist, die Fenrir auch verspeist hat, und der seine eigene Mutter tötet und auch frisst. Und so existiert nun in Israel, der eben diesen Alok trifft, existieren alle Seelen weiter und leben in ihm weiter. Dieser Israel weiß nicht, was er ist, ob er noch Mensch ist oder ob er schon eine Bestie geworden ist. In ihm sind alle eins geworden, der Mensch, die Bestie, Mann und Frau. Er ist ein Shapelifter, ein Gestaltenwandler geworden. Die archaische Gewalt, die bestialische Gewalt sind ihm vertraut und gleichzeitig eben auch so etwas wie Liebe. Und es gelingt Indra, das nun tatsächlich diese archaische Gewalt, diese sexuellen Gewalttätigkeiten in Sprache umzusetzen. Er schildert das Verhältnis zwischen Mann und Frau auch als ein Gewaltverhältnis, auch als erotisches Begehren. Er vermischt wunderbar alte Mythen mit einer modernen Problematik, mit einer modernen Gender-Problematik, zeigt die Prozesshaftigkeit auch von Geschlechtlichkeit und trägt damit bei zur modernen Frage, wer bin ich, zu einer modernen Identitätsdiskussion, die eben auch im Rahmen der Geschlechtlichkeit diskutiert wird. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Unser tierisches Erbe wird Thema dieses Romans. Auch das Alleinsein, diese Menschen, oder Werwölfe, die uns da begegnen, sind alle sehr allein. Syra, Fenrir, Gévaudan, Israel, auch Alok. Alle sind sie auf der Suche nach Liebe, die sie auch mit Lust verwechseln.
Sie treffen nun in einem Mosaik von Geschichten aufeinander. Der Historiker Alok Mukherjee ist benannt nach einem Inder, der in Kanada lebt, einem Menschenrechtler, 1945 geboren. Man sieht, es ist eine Vermischung von sehr vielen Zeiten und sehr vielen Geschichten. Europäische Werwolf-Mythen treffen auf indische Landschaften, indische Städte, den Dschungel, auf das Taj Mahal, das im Entstehen begriffen ist. Ich möchte Ihnen dann ein wenig aus dem Schluss auch vorlesen. Aber wir begeben uns nochmal in den Dschungel von Indien. Die Saira gibt ihren Sohn an die Sundarbans ab, einen Mangrovenwald in Westbengalen, wo es Bengaltiger, Krokodile und Schlangen und Wildschweine gibt und in dem Dämonen leben. Und diese Dämonen werden sehr anschaulich geschildert. Dieser Wald, in der die Göttin Bonbibi gebetet wird, von Holzfällern und Jägern verehrt, die in diese Mangrovenwälder auch immer wieder hineingehen müssen. Wir begegnen Rakshasas, also indischen Dämonen aus der indischen Mythologie, schrecklichen Gestalten. Und das schildert nun Indra Das wirklich sehr, sehr anschaulich und sehr, sehr spannend. Ich werde nicht ins Einzelne gehen. Wenn Sie es interessiert, lesen Sie diesen Roman. Ich will Ihnen eben nur auch den Schluss nochmal Teile daraus vorlesen. Es ist ein Roman, in dem der Geruchssinn, der Geschmackssinn eine Rolle spielt, in der geschlürft wird, in der geschmatzt wird, in der gepisst wird, in der gesaugt wird, in der Dreck, Schleim, Schmutz, Schweiß eine Rolle spielt. Ein Roman, in der es viele, viele gewalttätige Szenen gibt, die wirklich, die man verkraften muss, in denen uns Dämonen begegnen, auch in Menschengestalt. Und so ist die große Frage dieses Romans, und das ist das, was letztlich dann auch für mich so interessant war und auch mein Verständnis dieses Romans gefördert hat, die Frage, was ist der Mensch, was ist eigentlich menschlich? Den Menschen treiben Begierden um, den Menschen treibt die Liebe um, den Menschen treibt die Kreativität um. Wie weit kann sich der Mensch kontrollieren und wann wird er zur Bestie? Was ist seine wahre Identität? Und das wird in diesem Roman hinterfragt, das wird zum Ausdruck gebracht und zwar auch in einer Sprache, die wirklich beeindruckend ist. Und einmal fragt Alok, der Historiker, dieses Halbblut Israel, bist du ein Hypnotiseur? Und Israel antwortet ihm, ich bin zufälligerweise ein guter Geschichtenerzähler. Und das ist wahr. Indra Das kann diese Geschichte dieser gewalttätigen Bestien, dieser Werwölfe, die wandern zwischen den Welten, zwischen Europa und Indien, zwischen Mensch und Tier, zwischen Mann und Frau, wunderbar erzählen, sehr eindrücklich erzählen. Ich lese Ihnen nur ein paar Sätze aus dem Schluss vor, der dann eben auch zeigt, dass es eben ein Roman ist, in dem es um Menschlichkeit geht und nicht um Gewalt in erster Linie, sondern wirklich um die Frage, was ist der Mensch? Eben, Israel hat ja nun alle gefressen und alle Seelen leben nun in diesem Halbblut, halb Mensch, halb Werwolf weiter. Er sagt von sich,
Ich bin Saira von Laore. Ich bin Fenrir des aus dem fernen nördlichen Ländern. Ich bin Israel von den Sundarbans, der Sohn von Saira und Fenrir, ein Bastard, ein Dämon, Werwolf, ein mythischer Halbgott. Ich bin Alok von Kalkutta. Ich bin geschlüpft aus meiner Mutter und in die Hände der Göttin Banbibi gekommen als ihr Reittier. Mein erstes Selbst war ein blasser junger Franzose. Ich wurde wiedergeboren am Ende eines bitterkalten Winters, dessen lange Nacht lang gewährt hat. Ich bin neben einem Djinn von Frankreich bis hierher gelaufen. Und ich erfuhr, dass er mein äußerst getreuer Freund wurde. Ich vergewaltige die Frau, die ich liebe, die Dämonin, die ich liebe, die Beute, von der ich glaube, dass ich sie liebe. Ich bin unfähig zu Liebe. Ich will Liebe. Ich wurde durch einen falschen Mann vergewaltigt, der in Wirklichkeit ein Monster ist. Ich verlasse meine menschliche Gestalt und werde jemand anders, ein Dämon, der in eine Walküre sich verwandelt, stolz und wütend, die eben die gefallenen Krieger begleitet. Ich sterbe am Rand des Indischen Ozeans zwischen Land und Meer, gegessen durch meinen eigenen Sohn. Ich verschlinge meine Mutter bis auf ihre blutigen Knochen herunter. Ich fühle, Saira, meine Liebe und meine Beute. Ich fühle sie verschlungen und nicht verschlungen, gestorben, nicht durch meine Hand. Ich sehe Saira in den Augen meines Sohnes. Und ich weiß, dass es ihr eigener Wunsch war, die Welten dieser Erde zu verlassen. Ich töte meinen Vater. Ich lasse meinen Sohn mich töten, weil ich mich nicht daran erinnere, an den ersten Menschen, aus dem ich als Werwolf hervorgegangen bin. Ich verschlinge meinen Vater, meine eigene Art, meine eigene Verwandtschaft. Ich werde Kannibale. Ich werde ein Seelenfresser, weil er exiliert wurde, wie ich exiliert wurde. Ich verdauere Jahrhunderte von Leben, von Seelen, die in unterschiedlichen Ländern Form angenommen haben. Durch die Gnade von Allah bin ich wiedergeboren worden in meinem Sohn. Ich bin wiedergeboren worden unter einem winterlichen Mond in Kolkata. Ich bin dionysisch, ich bin apollinisch. Ich bin der große Wolf in Ragnarök. Ich bin meine Mutter, ich bin mein Vater. Ich bin ein Gestaltenwandler. Ich bin männlich, ich bin weiblich, ich bin nichts. Ich bin ein Dämon, ich bin ein Djinn, ich bin ein Werwolf. Ich war einmal menschlich. Ich will wieder menschlich werden. Ich will einen Menschen lieben können. Ich bin ein Mensch. I love you. Indra Das, The Devourers.